Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir unter Quests und dann Shadowlands finden. Und zwar schimpft sich das Achievement, irgendwas stimmt hier nicht. Und für dieses müssen wir 8 Bogards nacheinander erfolgreich anklagen und sie entblößen in der World Quest schwieriges Publikum. Und das muss innerhalb von 20 Minuten geschehen und wir dürfen kein einziges Mal falsch raten. Was ist das für eine World Quest? Wo ist sie und was müssen wir genau machen? Und zwar, wir sind hier einmal im Ardenwald. Hier bei dem Amphitheater gibt es diese World Quest, schwieriges Publikum. Die war jetzt schon einige Male ab, also die ist relativ häufig tatsächlich. Und hier ist es so, dass wir bei der World Quest Gegner haben und beziehungsweise Verbündete haben, das Publikum. Und wir müssen immer einen von 4 anquatschen und sagen, hey, du bist der Bösewicht und wir wollen dich umboxen. Und wir müssen jetzt 8-mal hintereinander richtig raten, ohne einmal falsch zu sein und das innerhalb von 20 Minuten durchziehen. Woran können wir jetzt erkennen, welcher der richtige ist? Es gibt bestimmt auch irgendwelche anderen Tipps, wenn man die Sprechblasen achtet oder auf diese Sprechblasen achtet. Einfacher ist es, sich tatsächlich ein Addon zu holen, das die IDs der Mobs anzeigt, denn die haben unterschiedliche IDs und der böse Mob hat halt die richtige ID und die richtige ID ist hinten mit 80 raus. Und da gibt es verschiedene Addons, die uns das quasi zeigen. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, uns jegliches ID-Addon zu holen. Ich habe da zum Beispiel eins, das schimpft sich hier ID-Tipp. Könnt ihr aber auch andere nehmen, da gibt es relativ viele. Oder ihr habt ein Addon drauf, das sich All the Things nennt, das ich eh für Sammler und Collector aller Art empfehle. Und das zeigt euch das Achievement tatsächlich an. Und wenn ich jetzt hier über die Mobs drüber fahre, seht ihr, da zeigt er bloß die Quest an. Quest. Und hier zeigt er unten an, this is a Borgard. Und das ist dementsprechend das Achievement. Und ihr seht ja auch, hier hat der die Item-ID 1700 80, und 80 hatten wir gesagt, ist die richtige. Heißt, das müsste der richtige Mob sein. Und tada, da ist auch mein Achievement. Und übrigens, ich habe jetzt hier beim letzten Mob einen Schlachtzug gemacht, denn wenn ihr natürlich im Schlachtzug seid, zählt der Fortschritt nicht. Ihr seht, ich habe 7 von 8. 7 Stück habe ich jetzt nicht im Schlachtzug gemacht. Den 8. habe ich jetzt einen Schlachtzug aufgemacht, dann zählt der Fortschritt nicht. Denn wenn ich es jetzt verkackt hätte, ja, und die World Quest abgeschlossen wäre, dann hätte ich hier nicht mehr mit den Mobs interagieren können. Wäre ein wenig blöd gewesen. Und dementsprechend habe ich einfach hier meinen eigenen Char eingeladen, Schlachtzug gemacht. Da könnt ihr natürlich auch irgendwelche anderen Leute, die ihr kennt, einladen. Geht mit irgendjemandem in den Schlachtzug und ja, geht dann auf Nummer sicher. Also ich war mir jetzt relativ sicher, dass ich 8 hintereinander richtig habe, aber man weiß ja nie und da ist immer dann der Tipp, in den Schlachtzug gehen und gut ist. Hier sehen wir jetzt nochmal, das ist wieder der richtige, indem ich einfach drüber fahre, sehe über mein Addon einmal, also über All the Things, das zeigt das Achievement hier unten an, wie ihr seht. Und wenn ihr das nicht draufladen wollt, weil All the Things ist halt ein Addon, das sehr, sehr groß ist, nehmt einfach einen ID-Addon wie ID-Tipp. Dann seht ihr die 80 hinten und das ist der richtige Mob. So ein ID-Addon kann sich lohnen, auch für andere Geschichten, für andere Erfolge, wo man sowas dann relativ leicht sieht. So, jetzt habe ich mal die World Quest noch kurz abgeschlossen, um zu gucken, ob ich immer noch mit den Mobs interagieren kann. Muss ich mal schauen. Ah, okay, ihr seht, gerade das mit dem Schlachtzug wäre gar nicht notwendig gewesen. Ich kann, obwohl die World Quest abgeschlossen ist, mit den Mobs interagieren. Also, vergesst den Tipp, war gut gemeint. Wusste ich jetzt auch nicht genau, ob das dann dennoch noch funktioniert. Also, ihr könnt weiter mit ihnen interagieren, selbst wenn die World Quest als abgeschlossen gilt. Gut, nehmt den Tipp vielleicht für die ein oder andere Quest oder World Quest mit. Oft funktioniert das halt tatsächlich auch nicht, deswegen habe ich es hier angewendet. War aber jetzt auch nicht notwendig. Gut, Achievement haben wir eingeheimst. Was ihr braucht, habe ich euch gesagt, wenn dann ID-Tipp sich holen, All the Things sich holen oder jegliches andere ID-Addon. Ihr könnt natürlich auch versuchen, das über die Dialoge rauszubringen. Könnt ihr natürlich auch machen mit den IDs, würde ich es empfehlen, ist wesentlich einfacher. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dann, ciao.